1406 Fans sind ins Stadion gekommen, um heute ihre Mannschaft, den SC Freiburg, anzufeuern. Im letzten Heimspiel dieser Saison im Dreisamstadion soll natürlich ein Sieg her. Die SGS Essen als Gastmannschaft angereist mit noch mehr Ambitionen, denn sie wollen unbedingt einen Punkt hier holen, um den Klassenerhalt fix zu machen. Am Anfang, in der 5. Minute, fährt Freiburg aber gleich voll auf. Flanke von Wojtekowa und Samantha Steuerwald macht den rein. 1:0 für Freiburg. Schön reingeköpft. Ecke kurz ausgeführt, dann kam die Flanke perfekt auf ihren Kopf. Und dann steht sie einfach gut und macht ihn rein. Bitter natürlich für die SGS Essen, so früh in den Rückstand zu geraten. Aber sie haben trotzdem eine druckvolle Phase gehabt in der ersten Halbzeit gleich am Anfang. Vivien Endemann hier haben auch im gegnerischen 16er rumgespielt und einiges versucht, aber es hat nicht ganz gereicht. Dann springen wir ein bisschen in der 20. Minute. Svenja Völmli. Svenja Völmli macht den Haken und macht ihn rein. 2:0. Wunderschöner Pass vorher von Hasret Kaikci. Und dann, was Völmli kann, ist dieser Haken und den einfach reinstecken. Und es wird immer schwerer für die SGS Essen. Kurze Zeit später in der 25. Minute nochmal die Möglichkeit für den SC Freiburg. Lisa Kahl. Hier von der Seite. Und Sophia Winkler hat da sehr klasse reagiert. In der Halbzeit dann die Ehrung für Ute Villaret, die stellvertretende Leiterin der Frauenfußballabteilung. Seit Jahren im Verein, wird verabschiedet und bekommt die Ehrenmitgliedschaft. In der zweiten Halbzeit sind beide Mannschaften gleich von Anfang an wach und da. Die SGS Essen hier mit der Riesenchance und das müsste eigentlich der Anschlusstreffer gewesen sein, dann wäre das Spiel vielleicht noch ein bisschen anders verlaufen. Hier hat die Torhüterin Borgriefe Glück, dass er auch nicht gepfiffen wird, aber es hat nicht gereicht. Essen in der zweiten Halbzeit viele Chancen gehabt, viel herausgespielt. Carlotta Wamser in der 86. Minute mal mit einem Distanzschuss, hat sie auch heute öfter probiert, hat aber leider nicht geklappt. Dann in der 90. Minute, beziehungsweise in der eine Minute in der Nachspielzeit noch ein Tor obendrauf. Giovanna Hoffmann. Pass von Victoria Essebinho und dann schöne Drehung und perfekt reingesteckt. Dabei blieb es dann auch beim 3:0. Der SC Freiburg kann den Heimsieg feiern und hatte dann noch einiges mit Verabschiedungen zu tun. Die SGS Essen hingegen enttäuscht, wie auch die Kapitänin sagt. Ja, wir sind enttäuscht, dass wir jetzt noch bis zum letzten Spiel warten müssen, dass wir die Klasse halten oder vielleicht auch die erste Liga verlassen müssen. Ja, ich habe gesagt, dass wir natürlich glücklich sind, dass wir 3:0 gewonnen haben. Das ist auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein Ausdruck der Entwicklung ist, weil wir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel verteidigt haben, aber sehr effizient im Umschalten waren. Von der Warte her, ja, so kann man sich verabschieden. Toll für unsere Fans, toll für die Mannschaft. Und toll für Daniel Kraus, der sich auch verabschieden muss. Er wird ab Sommer nicht mehr den SC Freiburg trainieren. Genauso wie sich Irelita Mimeti und Dina Bürger aus der Mannschaft verabschieden. Und Verabschiedungen und Dankeschön an die Fans gab es dann noch ganz viel nach dem Spiel. 3:0 Freiburg gegen Essen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.